Hallo, na? Hallo. Ja. Hallo. Ich habe mir heute eine seelische Unterstützung besorgt und wir haben so eine Fläche an. Aber nur weil es. Ja. Und ich mich belauscht fühle. Ja. Ich soll heute was über meine Stadt erzählen. Das ist, glaube ich, das Thema. Und ich weiß gar nicht, was man unter diesem Thema verstehen soll. also ich sag einfach mal, also ich wohne in Düsseldorf, wie vielleicht schon die Menschen. Ja, also ich bin jetzt, nein, das ist blöd. Also ich wohne ja in Düsseldorf. Entschuldigung. Und es ist sehr schön hier. Ich hätte jetzt gern Bilder gezeigt, aber es ist, wie man vielleicht erkennen kann. Du machst gerade auch die Filme. Es ist dunkel. Den kann ich leider jetzt gerade nichts mehr zeigen. Vielleicht ein anderes Mal. Oh, jetzt sind wir haben die. Ja. Ah, das ist übrigens Sano. und der sagt jetzt auch was. Über deine Stadt. Wie findest du Düsseldorf? Schwierig, wenn man ein Auto fährt. Die Straßenbahnen sind scheiße. Hä? Wieso sind die scheiße? Weil die mich irritieren. Wieso denn? Hä, wieso irritieren die? Weil die einfach so auf die Fahrbahn kommen und dann ist das... Ach so, als Autofahrer meinst du jetzt? Ja. Ach, ich dachte nicht, wenn du da selbst schmeckst. Aber Frozen Joghurt ist geil. Ja, also hier gibt es sehr leckeren Frozen Joghurt in der Loretto-Straße. Ein bisschen Schleichwerbung. Nee, das ist aber, glaube ich, auch nicht. Was soll ich eigentlich erzählen zu dem Thema? Ich war jetzt hier auch noch nicht feiern, so, also ich weiß jetzt nicht, was das hier so in der Clublandschaft so gibt. Ich gehe immer in Köln feiern. Ich fühle mich voll belauscht. Ich auch. Und ich bin aber in Berlin groß geworden. Und ich auch. Der kommt nämlich aus Berlin, der Olle. Also der wohnt da immer noch. Und wir haben irgendwie noch nichts Sinnvolles erzählt. Wir sollten ein beziehungsweise ich hab, nein, das ist schön, wir lassen das so. Also in Berlin bin ich groß geworden, es war auch schön da. Was soll ich denn dazu erzählen zu dem Thema? Soll ich das transbezogen erzählen? Ja, soll ich denn was soll ich denn dazu sagen? Was soll ich denn dazu sagen? Wie die Leute mit dir hier umgehen. Genau, und auf, rufen die dir irgendwas hinterher? Ob das so offen behandelt wird oder ob das eher so ein Dorf ist, wo das nicht offen behandelt wird und sowas. Berlin ist so ein Dorf. Ach so, Düsseldorf. Nee, ich wurde hier noch nicht diskriminiert. Also doch, irgendwann neulich war doch gerade irgendwo die... Wo war denn das? In unten? Nee. Wo war denn das? Irgendwo war so einmal... Bist du ein Mädchen oder ein Junge? War das nicht in Köln? Nee, ach Quatsch, nein, das war neulich in Dortmund. Als ich da mit Sarah war. Ja, genau. Da habe ich so eine kleine... aus der Türkei stammenden Jugendlichen. Die meinten, die sind voll cool und die kamen und waren so ein bisschen Junge oder Mädchen. Da kam der einen näher und der meinte dann, oh, das ist ein Junge. Und der meinte dann... Mit dem Gesicht hast du ein Junge. Ja, und der meinte dann, ich soll mir ein... Boxerhaarschnitt machen. Oh, ja. Was es auch immer ist. Ich weiß nicht, was ein Boxer ist. Was ist ein Boxer? Ist ganz kurz, ja. Oder? Und oben so ein bisschen länger? Also so quasi. Mein Frisur. Also so quasi. Das ist kein Boxer. Nee, ist es auch nicht. Ich keine Ahnung. Halt Boxer ist so richtig kurz. Ja, wie so abrasiert. Ist doch blöd. Ich habe auch abrasiert hier. Ja. Jedenfalls, das war so mal. Aber das war auch nicht in Düsseldorf, das war in Dortmund. Das ist ja wieder was anderes. Düsseldorf ist da so ein bisschen mehr High Class. Ja, auch. Ups. Das war nur ein Soundeffekt, das war kein Ups. Vor allem bist du so erleuchtet, warte. Das macht einen schöner. Stimmt. Lass uns ein neues Video machen, wo ich auch sage. Nein, jetzt habe ich gerade so schöne Sachen erzählt. Nee, tut mir leid. Next. Nein, Mann, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Es tut mir leid, das Video ist so qualitativ minderwertig. Also meine Stadt ist schön, ich bin hier sehr glücklich, total. Nee, eigentlich schon, eigentlich ist ganz cool hier. Weil Düsseldorf eben nicht ein bisschen... mehr in Berlin. Ja, aber ich ziehe ja nächstes Jahr zurück oder je nachdem, wenn du hier wohnst, dann bleibe ich hier einfach wohnen. Okay. Ja, und sonst... Nee, also nächste Woche wird mein Video bestimmt voll schön. Schöner als diese Woche. Auch wenn ich dann wieder alleine ein Video mache. Nein, willst du noch irgendwas erzählen dazu? Sag zu deiner Stadt? So die Leute an deiner Uni und auf der Arbeit und sowas, wie die damit umgehen und sowas. Ach so, weil die Leute meiner Uni, wissen das gar nicht. Die wissen das natürlich, meine Uni-Leute wissen, also meine Freunde in der Uni wissen das und denen habe ich das erzählt mit mir. Und die akzeptieren das auch und ziehen das auch so durch. Moment, ich gerade länger. und auf der Arbeit habe ich mich gleich so beworben auch. Echt? Ja. Und die haben das auch gleich gesagt, kein Problem und so.
Was hast du denn gesagt? Ich habe denen das schon bei der Bewerbung geschrieben. Yo. Also ich habe mich ja als Nummer direkt beworben und dann habe ich aber gleich in der ersten, als sie mich geantwortet haben, habe ich den gleich geschrieben. Hm. Was Sache ist. Und die meinten, das ist überhaupt kein Problem und oh, war auch bis jetzt noch kein Problem. Jo. Mein Chef meinte heute sogar zu mir, ob ich heiser wäre und dann meinte ich, nein, das ist meine Stimme, die sich verändert. Deine Füße stinken. Stinken gar nicht. Doch. Das habe ich auch schon gerochen. Ich wollte es nicht sagen. Die riechen nicht. Stimmt. Das sind nicht meine Füße. Oh, was sind meine? Ja! jedenfalls, ich bin voll aus dem Kontext. Aber ich habe neue Schuhe, die kann nicht stinken. Natürlich kann die stinken. Natürlich. Nein. Ja, stimmt. Dein. Na, wenn dann meine sind sich hier, riech mal. Meine schon. Nee. Okay, Shanti ist es. ja. Also in meiner Stadt stinken auch keine Füße. Weil die kommt nicht aus meiner Stadt. Ja, und Berlin, in Berlin war das... In Berlin habe ich gar nicht gearbeitet. Doch, hast du gearbeitet. Wo denn? Bei Rewe. Bei Rewe. Das, oh, ist aber, das ist schon so lange her, das zählt nicht. Nee, bei denen kann ich nichts mehr sagen. Schule? Da habe ich noch nicht so wirklich... In der Schule, das war jetzt auch alles zu lange her. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Düsseldorf und Berlin... Jetzt weiß ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Es kommt drauf an, wenn jetzt hier meine Freunde da immer noch wohnen würden, würde ich auch nach Berlin zurückziehen. Oh. Aber ich wohne hier. Ja, also, ist schwierig. Ich habe halt hier auch Freunde. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Tut mir leid, wir laufen jetzt schon 6 Minuten. Wollen wir nochmal machen und was interessiert? Nein, das ist voll schön, das Video. Ich lade das hoch. Du willst oder nicht? Okay, gut. Jetzt sag tschüss. Ja. Das wollten sie nicht sehen. Sag tschüss. Noah ist übrigens schwul. Nein, also bei der... Tag. Ja, falls jemand einen Partner sucht, ich bin frei. Call me. Ich bin auch frei. Ja. Will nicht mehr.